Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind hier immer noch in Coral und ja, wir machen uns gerade mal auf dem Weg zur Gold Saucer, weil alles andere können wir gerade nicht machen, ne? Ich habe vergessen. Ja, ich wollte noch mal in die Mine zurückgehen, um zu gucken, was da so alles drin ist, aber lass mal. Was ich aber offscreen gemacht habe, ist, ich habe Synchronaktionen und so was hier alles eingesetzt. Ne? Ich habe dafür einfach hier die ganzen Waffenkerne zurückgesetzt und dann nochmal neu verteilt, so damit ich alle Angriffe einsetzen kann und so. Und ja, damit habe ich dann, weiß nicht, alle möglichen Angriffe nochmal gelernt und verlernt. Und dann bin ich in den Kampf von Titan reingegangen bei Chatley. Und ja, da habe ich dann ja mal bei einigen Charakteren heraus rumprobiert und so, ne? Und ja, ich habe, glaube ich, jetzt alle Angriffe, die ich lernen kann, hier mal eingesetzt, ne? Ich soll vielleicht mal ein bisschen mehr darauf aufpassen, ne? Und ja, ich glaube, ich habe so ein Maximum rausgeholt, so ein Freundschaftspunkt. Ich sehe jetzt immer noch keinen Unterschied, aber ja, Eris und Tifa sind immer noch blau, Red ist blau, Barret ist grün, Yuffie ist noch ganz gelb, ne? Man sieht auch irgendwie so einen Kreis um das Smile, wenn man da mal irgendwie dran zoomen könnte, ne? Und je weiter hat sozusagen gefüllt ist, desto besser ist dann, ne? Nehme ich an. Weil Eris ist fast voll, Reds auch, ne? Barret ist ein bisschen über die Hälfte, deswegen ist er grün. Also ungefähr läuft das, glaube ich, ne? Gut. Aber ja, was soll's. Warum mache ich mir jetzt gerade darum Gedanken, weil ich so ein bisschen eine Ahnung habe, was so als nächstes kommt in der Gold Saucer? Wenn ich mir so das Original anschaue, ne? Deswegen tue ich mich so ein bisschen auf Freundschaft hier vorbereiten. Aber ja, gucken wir mal, was jetzt hier als nächstes passiert, ne? So, wir gehen direkt mal weiter, ne? Wir haben nichts anderes hier zu tun, ne? Wir haben letzte Folge hier die Quest mit Red gemacht, ne? Indem wir diese Diebe hier, die so eine Schwarzkutte geklaut haben, hier zurückgeholt haben, ne? Und ja, die Quest können wir noch nicht machen, weil wir halt noch nicht dahin gehen können, ne? Deswegen, ja, müssen wir halt auch noch vertagen erstmal eine Weile, ne? Ist auch Stufe 31, hier die Story Quest ist irgendwie Stufe 27, von daher passt das ja auch, glaube ich, ne? Und ja, was anderes haben wir nicht, ne? Ich habe keinen Bock auf die Sit-Ups gerade und ja, deswegen geht's ja mal weiter, ne? Sehen wir, was hier als nächstes passiert. Ich meine, ich weiß, was passiert, aber wie sieht das hier aus, ne? Ich weiß, das soll ich andauernd, aber So, Barret will schnell weg von hier, ne? Und ja, die Leute mögen Barret hier nicht. Warum? Werden wir nur herausfinden, ne? Aber die Story ruft uns erstmal, ne? Wir müssen zur Gold Saucer, weil ich will gar nicht wissen, wie das dann gleich ablaufen wird. Ich bin gespannt, wie die Gold Saucer in diesem Spiel aussieht. Das ist auch so ein kleines Highlight in Final Fantasy 7, ne? Wenn man die Gold Saucer zum ersten Mal begegnet, ne? Die sieht ein bisschen ehrfurchtgebietend aus von hier aus, ne? Also ich bin mal gespannt, wie das so ablaufen wird. Ne? Die sieht hier schon fast bedrohlich aus. Also ja, gucken wir mal. Ja, machen wir noch ein Part hier und dann geht schon direkt weiter. Ich nehme an, ja, du kannst am vorerst nicht mehr hier zurückkehren. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Ja, zur Seilbahn, zum Gold Saucer. Los geht's. Mir meist erledigt. Das ist die Seilbahn, die ich meinte. Hey, ich verstehe ja, dass du hier schnell weg willst. Aber magst du das echt auf dir sitzen lassen? Ich meine, die haben Barret beschimpft und so. Ich bin echt sauer. Aber ihr alle wirkt überhaupt nicht wütend. Schon gut. Gehen wir. Erzähl uns, was passiert ist, Barret. Einer von den Männern vorhin hatte ich gierig genannt. Das passt nicht zu dem Barret, den ich kenne. Wart jetzt schon aus, als? Das muss ein Missverständnis sein. Das dauert. Hat es was mit Marlene zu tun? Früher war Coral ein Ort, an dem Kohle gefördert wurde.
Die Leute hier waren grob, aber immer aufrichtige und harte Arbeiter. Coral war mein ganzer Stolz. Doch dann habe ich alles zerstört. Was passiert ist, ist einzig meine Schuld. Rückblende. Oh. Coral war ein wunderbarer Ort. Normalerweise fährt man das ein bisschen später, so in der Goldsoße. Aber okay. Und das hat uns zum Glücklichsein gereicht. Wie sieht Barrett vor 6 Jahren aus? Bis wir von den Makro-Reaktoren hörten. Das hat alles verändert. Ah, guck mal, wer da ist. Also keine volle Zustimmung. Ich bin dagegen, einfach so die Mine aufzugeben. Wie könnten wir? Sie ist doch das, ist das, ist das den Großväter. Sei doch realistisch, Stein. Ja. Kohle dein von niemandem mehr benutzt. Außerdem schuften wir uns Tag für Tag zu Tode. Und trotzdem wird unser Dorf mit jedem Jahr ärmer. Mhm. Hm. Oh. Darf ich kurz? Wenn der Makro-Reaktor läuft, geht ein Teil des Gewinns natürlich an Coral. Und du willst doch sicher auch, dass jeder hier ein erfülltes und reiches Leben führen kann, nicht? Genau, Dain. Ich will meiner Frau endlich das Leben ermöglichen, das ich ihr schon lange versprochen habe. Das geht mir doch genauso, Barrett. Aber ich lass mir nicht erzählen, dass Kohle nutzlos ist. Das hieße doch, dass wir auch nutzlos sind. Die Diskussion scheint in einer Sackgasse zu stecken. Nicht wahr? Dann bringt alles Reden der Welt nichts mehr. Also, warum stimmen wir nicht darüber ab? Alle, die dafür stimmen? Zwei Jahre später wurde der Reaktor fertiggestellt. Der Testlauf endete ohne Probleme. Alle waren bester Stimmung. Wir sprachen vom Beginn eines neuen Zeitalters. Dann eines Tages. Explodierte der Reaktor. Habt ihn vom Berg aus ja gesehen. Und danach wurden wir von Shinras Armee überrannt. Sie verbrannten das Dorf, töteten jeden, den sie sahen. War es Scarlet? Hat sie das getan? Ja. Ich wusste es. Aber was war ihr Motiv dafür? Die Explosion. Shinra behauptete, Oppositionelle aus Coral wären schuld an der Sache. Dabei war nie jemand von uns am Reaktor. Alles dreckige Lügen. Diese Schweine! Ich kann ihnen nicht verzeihen. Aber vor allem mir selbst kann ich einfach nicht verzeihen. Der Makro-Reaktor war mein Traum. Ich habe alle davon überzeugt, an diese Sache zu glauben. Barrett. Los, gehen wir. Hm. Und bemerke, er hatte noch beide Arme, beide Hände in der Cutscene, ne? Also die tun noch so ein bisschen diese... Diese Hintergrundgeschichte erfährt man erst so ein paar Stunden später eigentlich im Spiel.
Aber ich kann schon verstehen, warum die das jetzt schon gemacht haben. Ach, jetzt guck doch nicht so. Hört mal, ich will kein Mitleid und auch kein Trost. Geht das in eure dicken Köpfe rein? Das muss ich mit mir ganz alleine ausmachen. Du hast recht. Immerhin fahren wir zum Gold Sosa und nicht auf eine Beerdigung. Ja, lass uns Spaß haben. Also alle schön die Mundwinkel hochziehen. Sag mal, was redest du denn da? Wir fahren doch dort nicht zum Vergnügen hin. Oder? Wir sind gleich da. Seht doch mal. Oh, ich warte schon auf die Musik. Die Musik muss da sein. Na komm. Na danke auch. Ihr seid mir Freunde. Ich sehe dann aber nicht mehr so dunkel aus wie vorhin, ne? Der Preis des Fortschritts. Das goldene Paradies. Ja. Gerenderte Cutscenes. Sehr gut. Da ist Jill. Da, das Schokobo-Rennen. Ich kann es vergessen. Und ich warte hier auf einen bestimmten Charakter, den wir hier sehen werden. So, die Frage ist jetzt, kann ich hier speichern? Ja, ist hier. Wenn wir gleich begrüßt von Chocobo, also ein Typ im Chocobo-Anzug. Ja, trägt wieder die Sonnenbrille. Schnellreisen zurzeit nicht möglich. Da wartet schon wieder einer. Boah, jetzt hab doch mal ein bisschen Spaß hier, Kollege. So, ich bin sehr gut. Na, alle rennen sie schon. Materia. Ja. Heilen, aber habe ich schon genug. Also ikonische Musik in diesem Spiel. Ja. So. Wir können noch essen und so. Aber ja, ach, wie heißen die nochmal? Madeleines oder Makreten oder irgendwie sowas, ne? Wieso? Ich weiß nicht mal, wie heißen diese. Die sehen aus wie so bunte Burger von SpongeBob. So, wo muss ich denn hin jetzt? Die Musik klingt ja viel epischer als im Original. So, ich habe es irgendwie wieder geschafft, wieder zurückzulaufen. Okay. So, ja. Weil ich fand die Gold Sosa im Original irgendwie schon so was Tückisches, irgendwie so was. Schon fast irgendwie bedrohliches. Weiß nicht wieso. Vielleicht wegen der Musik oder so. Hier klingt die ein bisschen fröhlicher und angenehmer. Wen haben wir da? Es sind die Turks, die Turks. Die Turks, die Turks. Palma. Nur 100.000. Seht euch das an. Unterwegs mit einem Blumenmädchen und einem Versuchsobjekt. Das soll einer verstehen. Man hat sie also endlich zur Fahndung ausgeschrieben. War überfällig. Das sehe ich ja ganz genauso. Aber warum beauftragt man mich mit der Suche? Ich habe doch immerhin meine Abteilung zu leiten. Vielleicht, weil man ihnen so sehr vertraut.
Was hast du? Weiter. Schön, was einfach überall. War so ungewohnt, nicht die Musik irgendwie so voll dröhnend zu hören, ne? Im Original hast du die Musik durchgehend gehört. Die hat einen so ein bisschen wahnsinnig getrieben, fand ich schon. Das sieht ja so so Ehrfurchtgebiet aus, sieht das hier irgendwie. Alles klar. So, wir werden nicht von Chocobo hier begrüßt. So, die Frage ist, kann ich ja speichern? Warum ist das hier so dunkel? So, die Frage, warum ich hier frage, ist, warum man hier speichern kann, weil in der Gold Source im Original von Final Fantasy 7 konnte man nicht überall speichern. Also konnte man nicht das Menü einfach aufrufen und speichern und schon bist du irgendwie da am Speichern. Ne? Du konntest nur an Speicherpunkten und auf der Weltkarte speichern. Auf der Weltkarte konntest du überall speichern, ne? Aber wenn du nicht auf der Weltkarte warst und zum Beispiel in Midgar oder irgendwie so rumgelaufen bist, dann musstest du halt Speicherpunkte suchen, dann bist du so in die reingelaufen, ne? Und dann blum, dann hast du irgendwie so eine Nachricht bekommen, so, oh, du, das hier hast du einen Speicherpunkt, jetzt kannst du speichern. Dann rufst du das Menü auf, dann speicherst du, ne? Bei der Gold Source war das allerdings so, es gibt in der Gold Source so eine bestimmte Währung und man geht dann da rein, das erste, was man sieht, ist, oh, ein Speicherpunkt, lass mal da speichern, ne? Dann geht man da rein, blum, sie können jetzt hier speichern, das ist ein Speicherpunkt. Allerdings in der Gold Source müssen sie erst 5 Punkte oder so hier reinpacken, damit sie überhaupt speichern können. Und die musst du dann erstmal verdienen, damit du hier überhaupt speichern kannst. Und ja, da war ein bisschen so ein kleiner, so ein Watt zum Moment halt, ne? Aber ja, scheint das nicht der Fall zu sein, der kann man trotzdem überall speichern. Wow. Alles klar. Ich komme mir vor wie im Pinakoni hier in Honkai Star Rail. Ja, diese Traumwelt. Was haben wir nach vorne packen, ja. Also dann, liebe Leute, macht alle mit. Kaktor, Tomberry, fetter Chocobo. Wow, was? Kostüme? Haben wir wieder Kostüme? Cool. Ging alle Mails hier Kostüme. Ausgezeichnet. Leute, wir sind alle auf Steckbriefen. Wir sollten vielleicht nicht. Hey, ja. Oh, ich werde meinen Spaß haben mit dem Intro hier. Wunderschön. Schon, der wird gleich sowas von wissen, dass wir hier sind. Ah, er, ich habe seinen Namen vergessen. Was für ein Mann. Juffi. Voll Mr. Satan-Vibes.
Nein. Ich werde klaut im Rampenlicht. Ja, ist doch nochmal. Ich habe deinen Namen vergessen. Ich bin der Direktor Dio. Genau. Wie konnte ich das denn vergessen? Heißt du? Cloud. Wunderbar. Dann wollen wir mal. Was wollen wir? Junger Mann, wir müssen die Herausforderungen annehmen, die das Leben uns stellt. Sind die Kontrahenten soweit? Dann machen wir ja. Okay, Glück mit was? Aber das Minispiel. Genau, das Minispiel in der Gold Sosa. Ein Kampfsimulator. Oh Gott, das ist so ein Schere Stein Papier, ne? Das ist so ein Schere Stein Papier, ne? Trifft dein Gegner dreimal. Er zwei. Links, Alter. Blocken. Okay. Bravo. Au. Okay, nach rechts ausweichen. Jetzt so lange, boah. Warum muss ich denn jetzt? Ja, wenn er von links angreift, muss ich links. Okay. Okay, das ist ein bisschen wie Punch Out hier. Ha. Okay. Okay, guck mal. Im Original war halt eigentlich nur Schere, Stein, Papier, wenn ich mich nicht irre. Au! Das war ins Gesicht. Aber ja, du Stück. Ich drück. So. Ich habe nicht zweimal hintereinander. Aua! Ich kann. Nein, er weicht doch immer aus, ey. Alter. Und ich da nicht. Ah. Ja, er reicht doch mal aus. Was soll ich denn machen? Muss mal stehen bleiben. Ah. Dann trifft er mich jedes Mal, dann wird er immer resettet. Okay, boah. Ja, der weicht immer direkt aus danach. Okay, soll ich einfach ausweichen? Warten. So. Jetzt aber warten. Da, ich hab doch. Boah. Okay, mach jetzt. Lass mich dich mal treffen, ey. Mein Gott. Da, so, links oder rechts jetzt? Rechts. Ey, ich hab doch. Der lässt sich da auch die ganze Zeit hier. Da, blau. Jetzt hat er sich treffen lassen, ne? So. Na, links, so. Meine Güte. Ah. Er macht mich sowas von fertig. Alter. So, komm her, ein Stück. Ich muss einfach warten, ne? So, ja, jetzt.
Jetzt habe ich den, jetzt klar. Hey. So, komm noch mal. Ja, mich. Hab mich gelingt. Huh. Aber ich war aus. Ich bin ausgewichen. So. Limit. Dash, dash. Kreuz. Punch. Nimm das Dio. Nicht schlecht. Muss schon sagen. Okay. Nur von Red. Der Sieger ist Cloud. Freunde, einen kräftigen Applaus für den Sieger unserer heutigen Herausforderung. Ah, guck mal, er lächelt. Ausgezeichnet. Ha. 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 Ja, Cloud freut sich mal. Na, ja, steht er schon auf mich, Ladies? Tschüss. Da. Eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Damit könnt ihr euch im Gold Saucer nach Lust und Laune vergnügen. Also hat GP. Okay, Yuffie hat einfach mal ein Outfit. Man kann sie halt nur in Costa del Sol jetzt tragen. Ein Kaktor. Cloud ist sowas ja gewohnt. Ich meine, neulich im Honigtöpfchen hat er schließlich auch. So, und ich weiß nicht, ob sich einige Leute noch erinnern, aber diese Katze haben wir auch schon mal gesehen, ne? Und das ist mehr oder weniger so, weiß nicht, so ein bisschen der Charakter, auf den ich gewartet habe, ne? Aber noch nicht ganz. Und ihr werdet auch bald verstehen, warum. Aber ja, diese Katze haben wir auch schon mal gesehen. Ich glaube, irgendwie die haben wir gesehen, als hier der, oder jedenfalls so auch so eine Katze haben wir gesehen, als die Platte runtergestürzt ist in Midgar. Da hat die Katze irgendwie so da gesessen und sich gedacht so, oh nein. Und hat so ein bisschen betrauert, was da passiert ist, ne? Als die Leute da von der Platte zerdrückt worden sind, ne? Und ich glaube, in Yuffies DLC haben wir die auch am Ende gesehen. Oder war nur im Yuffies DLC? Irgendwann haben wir die jedenfalls mal gesehen, während diesen Events. Ich weiß nicht, ob das im DLC war oder ob das im Hauptspiel war. Im ersten Teil. Yeah. Worauf warten wir? Auf ins Vergnügen. Kann's gar nicht erwarten. Wird sicher lustig. Habt ihr euch Costa nicht genug amüsiert? Weißt du was, das ist ein guter Punkt, ehrlich gesagt. So, läuft die jetzt immer noch, ne? Aus irgendeinem Grund läuft sie jetzt nicht hier so rum. Bedeutet das, es gibt hier irgendwo eine Umkleidekabine? Also ja. Also ja, hat mich schon gefreut, die Katze zu sehen, aber wir werden noch gleich irgendwann, hoffentlich wahrscheinlich irgendwann sehen, was es damit auf sich hat. Ich auch. Ich auch, Cloud. Dennoch kannst du es. Cloud, du solltest dich etwas ausruhen. Muss ich gleich hier Sephiroth einfach nur auf so eine Achterbahn irgendwie so? Hm. Du hier auf die Pauke hauen wollen?
mich lieber ein bisschen hin. Okay. Gut, wir sehen uns dann mal. Etwas um. Hier lang, Leute! Ruh dich gut aus, okay? Alles klar. Zum Hotel geht's wohl. Da lang. Ach ja, das Hotel. Oh, freue ich mich auch. Ghost Square, genau. Oh, die ganzen Squares. So, das läuft ja ein bisschen anders ab wie im Original. Im Original gab es da irgendwie so ein, auch so eine Art Mittelpunkt, wo man sich getroffen hat und alle Charaktere sind dann irgendwo selber irgendwo hingegangen. Und ich glaube, man musste sich sogar jemanden aussuchen, mit dem man, begleiten konnte. Da hat irgendwie so eine, da gab es irgendwie so eine versteckte Freundschaftsmechanik. Und zu wem man die meiste Freundschaft irgendwie aufgebaut hat, der hat einen irgendwie begleiten oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas in der Art, oder kommt das, ich glaube, da kommt das sehr viel später, ne? Weil irgendwann besucht man nochmal die Gold Saucer sehr viel später. Ich glaube, da verwechsel ich gerade, ne? Also ja, da lief hier so ein bisschen, oh, Event Square. Oh, da sind die ganzen, Minispiele, glaube ich, ne? Die sind echt völlig durchgeknallt. Sollen sie sich doch amüsieren. Oh, ich freue mich schon. Was ist das hier? Wie kommst du denn da plötzlich drauf? Muss wohl dein Einfluss sein. Ach so. No, ich kann mich ja wahrscheinlich umschauen. Ich habe das Gefühl, hier wird es eine Menge Minispiele geben. Ja, ich freue mich, das Hotel zu sehen. Wow. Oh. Lass mich das Hotel sehen. Das Hotel ist auch cool. Wir waren dann irgendwie so Grabsteine und wenn man die angesprochen hat, dann ist man in den ganzen anderen Squares hingekommen. Geister. Was für ein Scheiß. Boah, wer da ist. Was machst du so ein mürrisches Gesicht? Was meint ihr? Lust auf ein kleines Horoskop? Eure Zukunft ist sicher golden. Und falls nicht, nichts für ungut. Oh, das Thema. Hier oben. Ja. Ich bin Pepsi, der große Wahrsager. Ich habe dir mein Leben lang Kate Sif ausgesprochen. Eine sprechende Puppe also. Wirkt aber ganz schön echt. Ach, jetzt komm schon, lächeln. An diesem Ort lassen wir unsere Sorgen Sorgen sein und haben Spaß. Na komm, sei doch nicht so. Leck mich. Los, weg hier. Treffen auch, haben wir auch schon relativ früher getroffen als eigentlich. Den hat man auch ein bisschen später getroffen, im Event Square, glaube ich. Nur mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ja. Oder die Musik. Oh, ich muss mir immer anschauen. Okay, wir sehen uns noch. Ich habe mein Leben lang gedacht, der heißt Kate Sif. Kate C. Sehr komische Aussprache. Ich habe den noch, ich habe aber noch nie irgendwie den seinen Namen aussprechen gehört, glaube ich.
Auch ob der jetzt gleich runtergehängt. Komm. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu dunkel. Da kommt jetzt von der Decke runter, ne? Da kommt jetzt von der Decke runter, ne? Pass auf. Ist ja hier drin noch schlimmer als draußen. Wie soll man da denn entspannen? Oh, Leute, ja genau, die Geister, die die Schach gespielt haben, oder hier Blut der Königin in dem Sinne, nehme ich mal an. Boah, muss ich gleich gegen Geist spielen. So, oh. So. Ich weiß, was jetzt passiert. Was denn? Etwa keiner da? Ich weiß, was hier gleich passiert. Herzlich willkommen. Sag mal, bist du bescheuert? Bitte vielmal zur Verzeihung. Bist du auch aus Marco? Zimmer, zwei Männer, drei Frauen. Ach so, und ein Haustier. Was für ein Haustier haben Sie denn genau dabei? Drei Männer, drei Frauen, bitte. Wie Sie wünschen. In diesem Fall. Im Original hing er, glaube ich, so von so einem Galgen. Aber können die, glaube ich, nicht mehr bringen heutzutage, ne? Wirklich, oder? Und woanders? Überall dasselbe. Leider sind am heutigen Tag alle Hotels im Gold Saucer restlos ausgebucht. Hallihallo, habt ihr Probleme? Du schon wieder? Wenn ihr möchtet, kann ich mich um die Zimmer kümmern. Willst du uns abzocken? So etwas käme mir nie in den Sinn. Wenn ihr wollt, übernehme ich sogar die kompletten Kosten. Das stinkt doch zum Himmel. Ihr seid aber ganz schön misstrauisch. Tut mir leid, aber könntest du noch einmal nachsehen? Ich könnte Ihnen die Tom Berry und Eligor Suiten anbieten. Wäre Ihnen das genehm? Stets zu Diensten, wenn ihr mich braucht. Und jetzt gute Erholung. Bis dann. Danke. Die Zimmer sind in der vierten Etage. Nehmen Sie bitte den Aufzug am Ende der Treppe dort vorne. Ah, ich liebe es. Ich glaube, im Original hing der an so einem Galgen runter, an so einem Strick. Deswegen. Aber ich habe mir schon gedacht, dass die sowas hier nicht bringen werden, ne? War ja klar, die sowas jetzt nicht mehr heute bringen können, ne? So wie jemand irgendwie so einen Strick irgendwie hängt und dann irgendwie so, ich weiß noch, Geräusch im Original. So. Im Original war das richtig gruselig, ey, ganz ehrlich. Mit der Musik und den Soundeffekten, ne? Sah im Hintergrund aus wie die Königin von Alice im Wunderland. Ich sag euch, was die Zukunft bringt. Blickst du nur in die Zukunft? Wo kämen wir dahin? Ich finde auch vermisste Dinge und Personen. Dann beantworte mir folgende Frage. Wo finde ich Sephiroth? Oh, du meinst den Soldaten? Kommt sofort! Los, an die Arbeit! Miau, 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 miau.
mittelmäßiges Glück. Turbulente Zeiten warten. Wenn sie sich anstrengen und ihrem Umfeld vertrauen, könnte es im Sommer eine Überraschung geben. Klingt wie die Nachrichten aus meinen Glückskeksen. Wie soll mich das tun? Die ich in meinen Genshin-Streams manchmal öffne. Glücksfarbe schwarz. Jeder lächelt in dieselbe Sprache. Das ist einer meiner Sätze. Was hast du? Wenn sie suchen, werden sie garantiert fündig. Aber dafür verlieren sie das, was ihnen am wichtigsten ist. Im Original war das, glaube ich, auch. Was ist? Wer es weiß, weiß es. Leute. Das ist mir wohl am wichtigsten. Kein Plan. Meine Frisur. Nicht durcheinander. Genau, das war, glaube ich, die gleiche Nachricht wie im Original. Es ist ein bisschen komisch, weil hier läuft man mit Barrett rum, aber im Original ist man, glaube ich, mit Aris irgendwie unterwegs gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber den Typen hat man auch, die ganzen Unterhaltungen, die man gerade mit dem führt hier, kam ein bisschen später, so habe ich so ein Gefühl. Und weiß nicht, wo ich jetzt damit hinaus wollte. Die sieht aus wie die rote Königin von die Real Life Verfilmung vom Alice im Wunderland. Sonst hat das immer viel besser geklappt. Oh, Chunky Boy, wow. Die Tomberry Suit. Willkommen im Aufzug zur vierte Etage, bitte. Willkommen zum Aufzug der Hölle. Vierte Etage, bitte. Nein, Palma. Und die Turks. Die waren auch nicht hier im Original. Na, du den direkt im Choco. Lena. Ah, oh, wurde der gerade gelöscht in der Liste? Ja, warten Sie bitte einen Moment. Jetzt wurde denen seinen Namen gerade gelöscht, pass auf. Hier steht, dass die Buchung storniert wurde. Wie? Ja. Die reservierten Zimmer, also die Tomberry und Eligo Suite, wurden gerade von Herrn Palmer höchstpersönlich storniert. Gibt es ein Problem? Keine Zimmer frei. Hä? Habt ihr meinen Namen genannt? Natürlich. Dann gehe ich mich amüsieren. Wo kann man hier wohl was trinken? Wo wohl? La. Oh. Alles klar. In der Hölle. Wohlig gruseligen Aufenthalt und eine angenehme Totenruhe. So, etwas Trinkgeld bitte. Das macht 2 Euro. Na gut, genau. Wir haben unser Zimmer. Wie im Original. Das ist ein Tomberry.
Angenehm. Da war mir Johnnys Bruchbude aber lieber. Ich dreh mal eine kleine Runde. Okay. Nur ein Spaziergang. Komm nicht auf falsche Gedanken. Der nimmt gleich hier. Und du ruh dich mal richtig schön aus. Man findet den gleich mal so in der Ecke, wie der so ein Geist erwürgt. Jetzt könntest du es brauchen. Ja, mach ich. Okay, ihr wird ein bisschen im Original, als sich alle getrennt haben am Anfang, Spirit einfach, weil Barrett war halt auch noch immer so im Original so ein bisschen wütend, ne? Im Original war er halt noch so ein bisschen wütend, ne, wegen den ganzen Ereignissen, ne, und wegen seiner Heimat und so was alles, ne? Und alle wollten immer so sagen, oh, jetzt amüsiere dich doch mal, vergiss doch mal, was da alles passiert. Und im Original ist er dann einfach gesagt, okay, dann gehe ich mich eben amüsieren. Ist dann voll ausgerastet und in irgendein Event hingerannt, um sich zu amüsieren, ne? So, okay, dann, okay, ich amüsiere mich ja schon, okay, lass mich durch. Also das ist so im Original ungefähr passiert, ne? Und dann haben sich alle Charaktere getrennt und sind irgendwo anders hingegangen. Und Tomberry. Der wird. Mann, was ist das hier? Sei unser Gast. Wow, ich kann ja noch nicht mal. Eine Wunderlampe sich, ist das gerade. Hier ist eine Truhe, sehe ich gerade. Ich kann aber damit interagieren. Oh, ich habe schon wieder vergessen. Ja, ist ein absoluter Spaß für Cloud hier, ne? Okay, ich will auch nur schlafen, mein Gott. Na, oh, da ist ein. Ja, toll, die Geister gehen an meine Scheiben. Oh. Ich will mich da nur ausruhen, Mann. Sieht aus, als würde sich das Zimmer hier so drehen, ne? Okay, ruhen wir uns aus. Bin gespannt, wie das hier so weitergeht. So eine ganze Gruppe ist hier so aufgeteilt. Ich meine, im Original waren sie halt auch aufgeteilt, aber ich nehme an, wir tun gleich die Perspektive der Mädels sehen oder so, ne? Ich bin wirklich erschöpft. Okay. Tut mir leid, dass ich nichts für dich tun kann. Tut mir leid. Währenddessen, dass ich nichts für dich tun kann. Nehme ich an. Steuere Zack. Okay, jetzt haben sie uns schon. Oh, ich kann die Kamera. Oh, ich kann mich bewegen. Hey. Sagen uns ja schon eiskalt den Namen von den Kollegen, ne? Weiß nicht, ob der schon erwähnt wurde. Warst ja eine ganz schöne Leseratte. Ja, wir sind gerade in. Eine Materie? Seltsame Farbe. Okay, das ist ein bisschen merkwürdig gerade. Na. Ich will eigentlich Eris hier. Nochmal nachgucken. Ich kann so ein bisschen die Kamera drehen. Sehen wir gerade alles aus der Perspektive von einem anderen Cloud hier. Kamera. Dann gehen wir mal raus. Da war er.
Okay. Klaut im Rollstuhl. Also klar. Also sind die beiden tot oder? So, hier ist doch, glaube ich, auch Dings aufgewacht. Ich glaube, Biggs, ne? Am Ende vom ersten Teil, wo wir herausgefunden haben, dass der noch lebt, ne? Aber wie läuft das denn hier ab? Nehmen wir irgendwie an, das ist hier irgendwie ein anderes Universum, in das wir uns hier gerade befinden oder so, ne? Oder eine andere Zeitlinie oder so. Was hier gerade alles passiert. Frage ist nur, werden wir herausfinden, was hier los ist. Am Ende des Spiels mindestens. Möchtest du auch was? Klar, hab riesen Kohldampf. Man sagt guten Appetit. Ja, ja. Ach, Marlene, boah. Okay. Stimmt. Gestern Nacht, da war irgendwer vom Haus, oder? Ah, du meinst Biggs. Ja. Er hat uns Nahrungsmittel gebracht. Warum denn mitten in der Nacht? Weil sein Gesicht auf den Steckbriefen prangt. Die hast du doch sicher gesehen. Woher kennt ihr den? Das frag ihn am besten selbst. Solange Marlene hier ist, kommt er wieder. Hm. Kommt er nicht? Oh. Bix kommt nicht wieder, weil Papa und Tifa kommen ja auch nicht. Also, wieso sollte er dann kommen? Keine Angst. Ich werde ihn für dich suchen gehen, okay? Und dann bringe ich ihn her. Wirklich? Wirklich, wirklich. Ach ja, richtig. Einmal reicht. Mhm. Dieses Mal nicht. Wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Oh, 2 Stunden später. Alles klar. Besuch. Oh, Entschuldigung. Falsche Tür. Wer ist da? Ja. Komisch. Werd mir ein wenig die Beine vertreten. Red. Bei den Attraktionen im Gold Saucer kannst du Goldpunkte gewinnen. Tausche die Goldpunkte in Wechselstuben, die in jener Real zu finden sind, gegen tolle Preise ein. Unter ihnen befinden sich auch einzigartige Sammelobjekte und seltene Gegenstände. Gewinne so viele Goldpunkte wie möglich, um keinen Preis zu verpassen. Ja. So, genau, wo ist Red eigentlich die ganze Zeit gewesen? Ist er gar nicht bei Mädels gewesen, ne? Soll es in die Tiefe bis zum Erdgeschoss gehen? Ja, ins Erdgeschoss, bitte. Soll es jetzt ins Erdgeschoss gehen? Ja, bitte. Okay.
Grüne Oase. Was war das denn? Hast du eine Vorahnung, was das war? Ich freue mich schon auf einige zukünftige Klamotten, die hier passieren werden. So, Red, ich habe dich gerade gesehen. Wo bist du? Chadley! Zum Reden brauchst, bin ich immer für dich da. Der Gold Saucer wird von mehreren kleinen Makoreaktoren mit Energie versorgt. Dadurch schreitet die Degradation der Wüste voran. Die Mini-Reaktoren werden inzwischen abwechselnd betrieben. Ansonsten würde das... Sind das die Dinger da, diese Kuppeln? Okay. Ich dachte eigentlich, mit dir kann ich irgendwie... Solltest du eine Weile lang mal nicht genießen die Zeit im Gold Saucer. Ja, Weltbericht, da wollte ich gerade sagen, ne? Ich habe gerade gesehen, hier sind eine Menge Dinger. Na, ich soll jeden Square hier einmal abchecken, alles klar. Gut. Dann machen wir das mal, ne? Ja, hallöchen. Sprich mit dem putzigen Roboter an den Mogi-Guides, um innerhalb des Goldsaucers zu reisen. Je mehr Areale du besuchst hast, desto mehr Reiseziele stehen dir zur Verfügung. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber ja, sind anscheinend Mogis, ne? Kommensbereich. Fantasiewelt. Wo soll man als erstes hingehen, ne? Abenteuerwelt. Chocobo Square. Speed Square, Battle Square. Ich freue mich darauf, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen, Kubo. Okay, ich glaube, ich muss mit den Eimer reisen. Weil ich dann eine Quest hatte oder irgendwie so was. So, gehen wir mal zur grünen Oase. Da war Barrett gerade. Wow. Da war Barrett gerade, ne? So, das ist wieder hier, ne? Guck mal, wer da jetzt. So, wir müssen uns noch ein bisschen hier umschauen, aber wir schauen uns dann Musik hier. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns noch ein bisschen hier um im Gold Saucer an, ne? Und sehen, was hier als nächstes passiert und so, ne? Und ja, cool. Ich freue mich hier alles zu erkunden und nachzugucken, was es hier alles gibt und so, ne? Wird bestimmt lustig. Gut. Ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Es würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.